Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind zurück in der Season of Discovery und heute mit einem kleinen Mini-Test, würde ich es vielleicht nennen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt hier ein riesen Video werden wird oder extrem langes Video. Aber wir haben das folgende, diesen Buff hier, Wonne des Entdeckers. Erfahrungsgewinn um 50% erhöht. Blizzard hat die EP, die ihr bekommt, wenn ihr von Level 10 auf Level 25 levelt, extremst erhöht. Also quasi die neue Season of Discovery oder die neue Phase der Season geht ja bis Level 40. Und das hatten sie tatsächlich schon vorher angekündigt, als dieses ganze Konzept vorgestellt wurde. Dass man dann, wenn eine neue Phase beginnt, es neuen und alten Spielern einfacher machen möchte, zumindest auf Stand der anderen Spieler zu kommen. Also, dass man direkt da loslegen kann oder schnell bei Level 25 ist. In diesem Video wollen wir einfach mal, weiß nicht, 10 Minütchen spielen und mal schauen, wenn wir questen und ein bisschen Zeugs abgeben und Mobs umlatten, wie schnell steigen wir denn im Level jetzt tatsächlich auf? Ich würde mal behaupten, dadurch, dass ich erholt bin und nochmal 50% mehr EP bekomme, über das Event jetzt, ist das schon eine ganz nette Geschichte. Also das macht sich definitiv bemerkbar. Nur durch das Töten der Mobs füllt sich der Erfahrungsbalken gerade ganz ordentlich. Dazu muss ich sagen, es wäre wahrscheinlich smarter gewesen, hätte ich mich vorher in einem Gasthaus ausgelockt. Denn wie ihr jetzt seht, ich war zwar ewig nicht mehr online, aber wirklich viel Erfahrung kriege ich jetzt gerade auch nicht. Sad times. Sad times auf jeden Fall. Aber gucken wir mal, wie es gleich ist, wenn wir nicht mehr erholt sind. Und vor allem bin ich gespannt, wie es ist, wenn wir Quests abgeben. Weil dann sollte man ja meinen, dass es dann richtig im Karton scheppert. Aber keine Ahnung. Vielleicht scheppert es auch nicht im Karton. We'll see. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh Lord. Oh Lord. Please, nein. Das wollte ich natürlich nicht haben jetzt. Das ist das, was mich immer noch an Classic nervt. Also kann man mir sagen, was man will. Aber ich bevorzuge immer noch... Und ich bin tot, oder? Bin ich tot? Ich bevorzuge immer noch den Playstyle von Retail à la, ich mache mir um nichts Gedanken und pull einfach 7 Mobs weg und dann sterbe ich vielleicht mal. So, danke. Das, weiß nicht, das ist auch was, ich glaube, ich bin einfach nicht fürs Classic Gameplay gemacht, das weiß ich auch selber. Aber ja, belassen wir es dabei. So, was brauchen wir hier jetzt eigentlich? 7 Mystika der Knarzklauen und Talonkais Juwel brauchen wir. Ich nehme mal an, dass Talonkais Juwel in irgendeiner Form mit einem Special Mob zusammenhängt. Diese Mystika jetzt zu klatschen sollte nicht allzu schwierig sein. Wenn ich nicht gerade wieder ein halbes Camp von denen pulle. Ah, Mondfeuer nicht mehr drauf. Da wollte ich einfach, dass er runtertickt und nichts ist. Toxic. Toxic, toxic, toxic. Aber ich denke, was man ganz gut erkennen kann, obwohl ich nicht erholt bin, aber für einen Mob auf Stufe 7 kriege ich 120 EP. Das ist schon tatsächlich ganz gut. Also, wie gesagt, für Classic-Verhältnisse muss man dazu sagen. Aber... man hat zumindest das Gefühl, selbst wenn man hier so ein bisschen rumpimmelt, geht der EP-Balken doch ein klein wenig nach vorne. Zumindest ein klein wenig. So, hier haben wir noch einen. Dann haben wir alle Mystiker. Und dann muss ich mal schauen, wo ich dann dieses dümmliche Amulett herbekomme. Juwel, nicht Amulett. Und sorry, vielleicht ist es ja auch gar nicht dümmlich. Wer weiß. Kurz mal heilen. So, 7 Mystika weggeklatscht. Halskette der Knarzklauen. Ferocitas, der Traumfresser. Also ist das ein Special Mob? Und das ist der da. Okay. Jetzt die Frage. Kriege ich den da einzeln rausgepult oder eher nicht so? Wir schauen mal. Wir fangen erstmal an und precasten Zorn. Und ich habe den kleinen mitgepult.
Aber das sollte nicht so schlimm sein. Weil der Dude hier trotzdem... Ja, Easy Mode. Easy Mode. Gar nichts los hier. Gar nichts los. Ging ja trotzdem recht gut, den da rauszuziehen. Und stirb. Und der spawnt sogar relativ schnell nach. Lol, gut, dass ich nicht da in der Nähe starte. Halskette der Knarzklauen. Zum Öffnen rechtsklicken. Talonkais Juwel. Perfekt. Also, das haben wir abgeschlossen. Jetzt gucken wir. Ich brauche noch einen Nachtsäbler-Fangzahn und Waldweber-Spinnenseide. Da ist ein Nachtsäbler. Ich meine, das habt ihr schon am Anfang gesehen, dass ich, weil nicht 4, 5 Mobs davon umgeklatscht habe und keiner hatte das entsprechende Item drin. Und auch jetzt nicht. Das geht mir auch so auf die Eier. Das könnt ihr mir glauben. Also keine Ahnung. Ich verstehe nicht so ganz. Oder das ärgert. Klar, das Spiel ist, ne, uralt im Vergleich zu heute. Aber das ist das, was mich immer so ein bisschen nervt. Weil ich mir so denke, also keine Ahnung. Klar, in 20 Jahren ändert sich einiges. Aber wer dachte früher, es wäre ein gutes Game Design oder es trägt zum Spielspaß bei, wenn manche Sachen einfach nur super selten droppen. Keine Ahnung. Holt mich jetzt nicht so ab, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, ich bin auch nicht die richtige Kundschaft dafür. Beziehungsweise bin ich da etwas schwieriger zufriedenzustellen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da unten gibt es eine Rune. Wooden Effigy. Aber es scheint ein Elite-Mob zu sein. Ist jetzt die Frage, kann ich den klatschen alleine? Also schaffe ich das? Oder schaffe ich das nicht? Ich würde es, glaube ich, probieren wollen. Wir gehen einfach mal hier runter. Gucken wir mal. Was hat das schon? Ja, Holzbildnis, Living Seed. Wer weiß. Vielleicht habe ich ja super geile Deeps am Start. Und kann den... Wie viel Life hat der? Stufe 1. Dem Kopf scheint etwas zu fehlen. Oder ist das vielleicht was, was ich gar nicht umhauen kann? Müssen wir gleich mal schauen. Nee, kann ich nicht angreifen. Und es sagt, dem Kopf scheint etwas zu fehlen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt rätseln muss, aber aufgrund dessen, was ich eben gesehen habe, würde ich jetzt vielleicht mal vermuten, dass es mit diesen Dingern zusammen zu tun hat, weil es ja sagt, verpflicht 3 Lichtungsblumen zu einer Krone, dass ich dem vielleicht eine Krone aufsetzen muss. Es dann funktioniert. Das wäre jetzt das, was ich vielleicht... ich schwöre, ich habe nicht gegoogelt. Ich habe keine Ahnung, ob ich damit richtig liege. Aber ich würde es zumindest mal testen wollen. Heißt, wir brauchen hier noch eine weitere Lichtungsblume. Und wahrscheinlich wird es super eklig, an die ranzukommen. Weil die so super gut sichtbar sind. Endlich. Danke. Und sogar noch ein Beutel. Sehr gut. Also etwas mehr Platz in den Taschen. Das ist fantastico. Jetzt brauche ich nur noch so eine dümmliche Blume. Sorry, Hase. Sorry, Hase, sorry. Lichtungsblume, Lichtung. Da ist eine. Nice. Das ging schneller als erwartet. So, jetzt können wir hier eine Krone draus bauen. Erweckt einen Geist der Ebenen. Hm. Wie gesagt, ich laufe jetzt mal dahin, nehme den ins Target und klicke das Ding an. Dann gucken wir mal, ob irgendwas passiert. Wenn nicht, lag ich falsch. Und dann muss ich vielleicht später hier irgendwann nochmal hin zurück. Aber ich möchte es zumindest mal probieren. Sagen wir es so. Und was haben wir hier? Da rund um den See gibt es noch jede Menge Quests. Lunastone. Uson. Oh, scheiße. Das ist auch ein Elite-Mob. Aber... Oder ein Rare-Mob. Aber scheinbar, warum geht er so einfach down? Wow, wahnsinniger Loot. Absolut geisteskrank.
Ja, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Doch! Ha! Aber der Mob haut ganz gut rein. Wobei, geht eigentlich. Oh, ich bin so ein Rätselmeister, ne? Lernt euch eine neue Runenschnitzfertigkeit. Geil. Rune des Naturpotenzials. Brustteil prägen, Samenkorn des Lebens. Wenn ihr mit Heilzaubern einen kritischen Treffer erzielt, pflanzt ihr dem Ziel für 30% des gehaltenen Wertes ein Samenkorn des Lebens ein. Samenkorn wird erblühen, wenn das Ziel das nächste Mal angegriffen wird. Okay, also quasi extra passiv Heal obendrauf. Naja. Ansonsten, das war jetzt eigentlich nicht Plan der ganzen Geschichte hier, aber wir haben zumindest, da bin ich sehr stolz auf mich. Ich habe es geschafft, eigenständig auf die Idee zu kommen, das auszutesten. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt haben wir zwei Quests, die ich abgeben kann. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie viel EP das bringt. Weil wenn ich ehrlich bin, man merkt die 50% definitiv. Und ich hätte mich vorher in einem Gasthaus ausloggen sollen. Auch das definitiv. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, 50% mehr EP sind zu wenig. Weil ich, denke ich, die falsche Spielergruppe dafür bin. Aber ich würde sagen, 50% sind für Quest-Legastheniker wie für mich zu wenig, um mir das Ganze schmackhaft zu machen. Genau das meinte ich. Also keine Ahnung. Es ist zwar ganz nett, mehr EP zu haben, aber wenn ich eine Quest abgebe und der EP-Balken füllt sich um 2 Pommes oder so, dann ist das irgendwie ein bisschen underwhelming. Also für mich. Und das möchte ich nochmal betonen, bevor sich jetzt irgendwie da jemand der Hut hochgeht. Ich weiß selber, dass Classic höchstwahrscheinlich einfach nichts für mich ist. Oder was heißt höchstwahrscheinlich? Dass es eher nichts für mich ist. Und dementsprechend sehe ich das dann halt vielleicht ein bisschen andere als andere. Aber keine Ahnung. Für mich ist das sowas. Es ist zwar cool, dass sie 50% mehr EP da rein donnern. Aber ich denke mir dann halt zum Beispiel auch, weiß nicht, gibt den Leuten doch noch mehr. Ist doch dann scheißegal, wenn ihr eh keinen Wert mehr auf diese erste Phase legt. Warum dann die Leute nicht 100% geben und sie noch schneller dadurch donnern lassen? Aber gut, das ist jetzt nur meine Meinung zum Thema. Ich würde da einfach gerne noch schneller durchpflügen, weil, keine Ahnung, weiß dann nicht. Mit dem EP-Gewinn, den es in Classic gab und immer noch gibt, sind 50% halt teilweise auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn ich ehrlich bin. Zumindest für das, wie ich spiele und so weiter und so fort. Aber gut, wir geben jetzt noch die eine Quest ab. Vielleicht gibt die ja ein bisschen mehr. Und damit habe ich dann doch für mich festgestellt, okay, es juckt mich ehrlich gesagt nicht, dass es 50% mehr EP gibt. Da habe ich trotzdem keinen Bock drauf. Und damit werde ich mich dann wahrscheinlich ausloggen und wahrscheinlich nicht wieder einloggen. So, Talonkais Juwel. 1312. Ja, wobei, das war jetzt nicht so schlecht, aber am Ende haben wir jetzt halt auch wieder, weiß nicht, 20 Minuten rumgemacht für ein Level vielleicht. Weiß nicht. Nun gut, wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Also sind 50% genug oder hättet ihr gerne mehr? Bis dahin, habt eine gute Zeit. Reingehauen.